Jesus erklärt die Flüchtlingskrise und die Rücksichtslosigkeit der Weltregierung. 2. Februar 2016. Worte von Jesus an Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Jesus begann: Eure Erlösung ist nahe. Ich komme für meine Braut. Die Hoffnung, die ich für jedes von euch aufgehäuft habe, ist groß. Ich weiß, dass es ein langes und anstrengendes Warten war. Ich weiß, dass meine Kinder, meine Bräute sind unruhig geworden, aber das ist genau das, was die Wiederbelebung in Europa antreibt unter den vertriebenen Personen. Ihre Verwirrung ist so groß, dass sie einfacher weggezogen werden von jahrhundertealten Glaubensüberzeugungen, die sie gefangen hielten und diese Situationen herbeigeführt haben, auch in der Welt. Sie sind so erschöpft von dem Gerangel der Nationen, überlegen sein zu wollen auf Kosten der Kleinen. Wirklich, sie sind bereit für ein anderes Leben. Die Korruption aber nimmt weltweit zu und es wird keine Gerechtigkeit geben, bis meine Herrschaft kommt. Da wird es immer etwas geben, um den Fortschritt der Nationen zu beeinträchtigen. Die Rücksichtslosigkeit der Weltregierung kennt keine Grenzen. Sie schrecken vor nichts zurück, um das zu bekommen, was sie wollen. Ganz egal, was sie tun müssen, um es zu erreichen. Das ist der Grund, warum so viele fliehen. Sie wissen jedoch nicht, dass die Dinge dabei sind, auch dort eine tragische Wende einzuschlagen, in die andere Richtung. Es kommt, es ist so nahe, Claire. Oh, wie ich mir wünsche, sie könnten Frieden finden, aber sie werden ihn dort nicht finden. Da wird es viel Blut vergießen und viele Machtkämpfe geben bezüglich der Kontrolle. Aber aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit werden die Einheimischen überwältigt werden. Ja, es wird mehr sein, als bloß von dem Bösen zu fliehen. Da gibt es so viel, das nicht realisiert wurde. Und jetzt kommen wir zu diesem kritischen Augenblick, wo es überall Tragödien geben wird. Schaut, die lokalen Behörden haben nicht die Absicht, das Gesetz durchzusetzen. Sie sind zahlenmäßig weit übertroffen von dem Zustrom einer sehr starken und entschiedenen Rasse. Die Führer haben dies zugelassen, um die Nationen miteinander zu verschmelzen, damit sie ihre nationale Identität verlieren und so die Implementierung einer Weltregierung und Weltreligion einfacher gestalten. Ihr werdet sehen, wie sich die Dinge entwickeln hin zu einer weltweiten Diktatur. Herr, ich dachte wirklich, dass Obama das Weiße Haus verlassen und Führer der Weltregierung würde. Dies wird geschehen, aber nicht so schnell, wie du denkst. Zuerst muss Amerika den Händen der Feinde übergeben werden, damit die nationale Eigenständigkeit zerstört ist. Dann, wenn Amerika übergeben wurde, wird er zum Aushängeschild und Führer, der Amerika erfolgreich zu Fall brachte. Dies wird als große Leistung bejubelt werden und ihm den Respekt und die Bewunderung der ganzen Welt einbringen. Wenn er diese Trophäe präsentiert, wird er dazu berufen werden, die ganze Welt zu führen. Alles ist geplant und sehr ordentlich zurechtgelegt. Doch versteht, ich bin immer noch souverän und überlegen und die Dinge werden nicht ganz so einfach ihren Höhepunkt erreichen. Da wird es beeindruckenden Widerstand geben im Westen und Südwesten. Dies ist das Überbleibsel, das ich nutzen werde, um dieses Land noch einmal aufzurichten. O Herr, das alles macht mich so traurig.
Wirklich, so viel Gutes wird zerstört werden, zusammen mit dem Bösen. Ganz egal, Claire, wenn ich regiere, werden wir die Souveränität dieser Nation und anderen Nationen der Welt wieder aufbauen. Ich erschuf keine 0815 Menschen. Jede Nation hat ihre eigene schöne und einzigartige Kultur. Ich beabsichtigte nie, die Menschen einander gleichzumachen. Ihre Verschiedenheit ist wunderbar für mich. Aber sie waren so beim Turmbau zu Babel und du musstest sie trennen. Und jetzt sind sie viel weiter gekommen mit der Technologie, als sie es zuvor waren. Ich habe dies nur zugelassen, weil dies die Endzeit ist. Wenn dies vor Jahrhunderten geschehen wäre, wäre es tatsächlich fatal gewesen. Aber jetzt habe ich eine Lösung. Ärgere dich nicht. Alles, was ich zugelassen habe, was der Mensch von Gut in Böse verwandelt hat, werde ich noch einmal zum Guten wenden. All die Entdeckungen und Technologien werden umgedreht werden und dem Menschen dienen und nicht mehr als Waffen zur Zerstörung genutzt werden. Und er wird richten unter den Heiden und strafen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk gegen das andere ein Schwert aufheben und werden hinfort nicht mehr kriegen lernen. Jesaja 2,4. Diese Schrift bekräftigt auch, was du gesagt hast über die nationale Souveränität. Ja, jede Kultur ist einheimisch, einzigartig und kreativ in der Art, wie sie an die Anbetung herangeht. Es ist ein wunderschöner Anblick. Ich beabsichtigte niemals, dass alle Menschen gleich sein sollen. Teil der Schönheit einer menschlichen Seele ist ihre Fähigkeit, anders zu sein und mich doch mit ihrem ganzen Herzen zu lieben. Es ist der Egoismus und die Eifersucht des Menschen, welche versuchen, anderen ihre angeborene Individualität zu entziehen. Dies wiederum ist der freie Wille am Werk. Wenn eine Kultur versucht, eine andere herablassend zu behandeln und ihre Individualität zu unterdrücken, stiehlt sie von jenen Menschen und versklavt sie gewaltsam, sich einem für sie fremden Leben anzupassen. Ich ehrte die nationale Eigenständigkeit immer und ich werde dies bis zum Ende der Zeit tun. O Herr, die Rassen sind wunderbar in ihrer eigenen Art, so einzigartig. Es ist außerordentlich schmerzhaft, Filme wie die Mission zu sehen, wo die Einheimischen abgeschlachtet werden und ihnen die Einfachheit und Schönheit ihres Lebens geraubt wird. Dies wird niemals wieder geschehen, wenn ich auf die Erde komme, um zu regieren. Wie es geschrieben steht, für jene, die meine Gesetze zurückweisen. Und er wird sie mit einem eisernen Stab hüten, und sie werden wie die Gefäße des Töpfers in Stücke gebrochen werden, wie ich auch Autorität empfangen habe von meinem Vater. Offenbarung 2,27.